Da sind wir wieder bei Xenoworld. Oh, und wir haben im letzten Part sind wir hier gewesen und haben schon ein bisschen her, seitdem ich aufgenommen habe. Wie heißt das nochmal? Wollmaus? Genau, wir haben so eine Wollmaus auf dem Helm platziert und ich weiß nicht, was wir damit anfangen sollen. Ich glaube, ich habe schon alles ausprobiert. Was aber, weshalb ich das jetzt nachgeguckt habe, denn wir müssen ja auch vorankommen. Ich möchte das Let's Play nicht wirklich lang herziehen und deswegen mache ich einfach mal. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Hoffentlich sieht mich Laura nicht. Ich musste einfach mal den Helm aufsetzen. Das habe ich gar nicht, nun ja, ausprobiert. Weil ich immer irgendeine Sache vergesse, auch in diesem Spiel. So, jetzt haben wir ihn aufgesetzt. Können wir jetzt gegen den Baum treten? Oder sonst was? Oh, komisch, Baum getreten. Okay, mehr habe ich mich auch nicht gespoilert. Oh. Tapferer Helm, du hast deine Schuldigkeit getan. Okay, wir haben jetzt eine Baumfrucht. Können wir damit den Schroff abwerfen? Ich will ihn doch nicht erschlagen. Doch. Äußerst rücksichtsvoll von Ihnen. Oder ein bisschen mit den Krallen verändern. Oh ja, es geht sogar. Baumfrucht mit Löchern. Sieht jetzt aus wie eine Bowlingkugel. Dann können wir jetzt bestimmt die Fallen damit auslösen, auch wenn ich nicht verstehe, wie viele. Okay, dann alle. Fallen. Habe ich es gezeigt? Immerhin kommen wir jetzt weiter. Gut gemacht, Robert. Allen Fallen ausgewichen, bis auf dir. Kannst du mir das erklären? Ich habe die Fallen entschärft. Tschüss. Da stand irgendwas mit Fallen da so auf dem Schild. Wer da? Ich wollte nur. Ihr seid ein Windmönch. Ihr tragt ja das Rot der Windwächter. Ja, auf dem Stoff sieht man Blutflecken nicht so deutlich. Ja, Bitte macht Sinn. tötet mich nicht. Ich wollte eure Fallen nicht kaputt machen. Antworte ehrlich. Bist du eine Gefahr für die Geheimnisse des Wurzelwaldes? Nein, ich bin keine Gefahr. Ich bin das Gegenteil. Ich bin die Ungefahr. Conroy hat immer zu mir gesagt. Conroy? Ich hasse diesen miesen, kleinen, hinterhältigen, verräterischen Gnom! Sollte ich diesen aalglatten, niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Nacktmull jemals wieder treffen, werde ich ihn in seinen faltigen Hintern treten, bis er sich selbst als Mütze tragen kann! Was? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Also, ich war mal vor ewig langer Zeit sein Novize. Aber das ist bestimmt schon eine Stunde her. Du wirst schon noch reden. Hey, Flötennase, keine Sorge, ich hol dich da runter. Alles klar. Was war das? Lebend? Okay, ja, lebend. Solange Robert gefangen ist, spielst du Laura. Ich habe. Das hier ist ein T, kein Plus. Weiterspielen. Okay. Hallo, Robert. Dieser Trottel. Ich sollte ihn einfach da hängen lassen. Das ist eine Abwechslung, muss ich zugeben. Hey, Flötennase. Robert. Hier. Laura, Mann, bin ich froh, dass du hier bist. Ich fühle schon meine Beine nicht mehr. Ja, gut. Überspringe ich mal. Mit wem reden? Nur mit mir selbst. Hallo Robert, na, wie geht's? Bitte töten Sie uns nicht. Ich muss Flötennase da wirklich runterholen. Er dreht langsam durch. Gut, dann nehmen wir den Fall wenigstens mit. Er steckt zu fest. Okay, kommen wir zum Waldrand. Okay, wir kommen zum Waldrand. Das Moos, kommen wir da hin? Moos, wie es leibt und lebt. Ich komme nicht rein. Okay, verstehe.
Um ehrlich zu sein, kann ich mich daran nicht erinnern, dass wir Laura spielen konnten. Das scheint mir ein Baum zu sein. Die Form und die Farbe lassen keine andere Schlussfolgerung zu. Um dort hochzukommen, bräuchte ich Hilfsmittel. Ja, okay, dann können wir wahrscheinlich hier auch nicht viel tun. Dann müssen wir zum Waldrand. Denn den Pfeil können wir nicht mitnehmen und an den anderen Sachen können wir nicht ran. Pfeilen sind elternhaft für ihre Kinder. Pfeilen sind gefährlich oder was auch immer. Zum Baumhaus, Schild. Pfeilen sind Eigentum des Eremiten. Eltern haften für ihre Kinder. Oder das. Das kann ich nicht verwenden. Okay, schade. Hier sind überall Schilder. Das konnte ich eben nicht lesen, also letzten Part. Auf Körperteile ist selbst Acht zu geben. Für verlorene Gliedmaßen wird keine Haftung übernommen. Verstehe, verstehe. Das kann ich nicht verwenden. Und warum nicht? Auf Eindrick 4. Damit kann man... Was hat Laura denn? Eine kleine Dose. Können wir die öffnen? Keine Chili-Drops mehr drin. Meine Chili-Drops sind leider alle. Möchte der Schrof eine kleine Dose haben? Brauchen Sie das noch? Kann sein. Dann würde ich das lassen. Was ist das denn für ein Vieh? Das ist ein Schrof. Wusstest du das nicht? Igitt. Es gibt wirklich widerliche Kreaturen in diesem Wald. Diese Kreaturen haben zufällig Ohren und Gefühle, die man verletzen kann. Du kannst reden? Was für ein komisches Tier bist du denn? Also, ich darf doch sehr bitten. Euer Begleiter war sehr viel netter als ihr, junge Dame. Außerdem ist komisch das falsche Wort. Es sei denn, ihr findet es lustig, wenn Lebewesen eines grausamen Todes sterben. Kommt drauf an, um wen es sich handelt. Ja gut, Gefahr. Was soll an dir denn so gefährlich sein? Ich gehöre zufällig zu der äußerst gefährlichen Spezies Schrof. Aus der Familie der vernunftbegabten Amphibien. Und das heißt? Das habe ich eurem Gatten schon erklärt. Mein Körper besteht zu 96% aus tödlichen Giften. Bis auf diese Stelle an meinem Kopf, die kratzt einfach nur. Habt ihr gerade Gatte gesagt? Ja, und dass ich sie jederzeit umbringen könnte. Er ist nicht mein Gatte. Wie kommst du da nur drauf? Hallo? Ich bin tödlich! Ich bin nicht verheiratet. Und ich habe eine trockene Stelle am Kopf. Wir haben alle unsere Probleme. Ja gut, eine... Ach so, okay. Wir müssen wahrscheinlich mit irgendwie dem Moor seine Kopfhaut... Nun ja, befeuchten. Eine trockene Stelle? Ja, ich habe sehr sensible Haut. Es juckt höllisch. Und ich kann mich nicht kratzen. Aber das habe ich eurem Gatten schon erzählt. Hört auf, das zu sagen. Ich kenne ihn erst seit einer halben Stunde. Ach, meint ihr nicht, dass eine Hochzeit dann etwas überstürzt war? Zum letzten Mal. Er ist nicht mein Gatte. Und wenn du das nochmal behauptest, wird die kratzende Stelle dein kleinstes Problem sein. Kein Grund, aus der Haut zu fahren, junge Dame. Ich bin etwas gereizt, weil die Stelle auf meinem Kopf mich so kratzt. Na gut, du vernunftbegabte Amphibie. Warum tust du denn nicht einfach was drauf? Was schlagt ihr vor? Ich weiß nicht. Eine Creme? Creme? Bitte! Ich verwende nur homöopathische Mittel. Das Wort hast du dir doch gerade ausgedacht. Ich hab's auch noch nie gehört. An sich ist es eine gute Idee. Dafür, dass ihr so überaus tölpelhaft redet, scheint ihr gar nicht so dumm zu sein. Vorsicht. Ja gut, sag mir bitte mehr. Hättest du bessere Laune, wenn die Stelle nicht mehr jucken würde? Ich denke schon, aber kratzen kann ich mich nicht. Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit? Lieber würde ich meine Hand in kochendes Wasser stecken. Witzig, dass Sie das sagen. Der Effekt wäre nämlich ungefähr der gleiche. Die reden mir zu viel. Warum besorgst du dir denn nicht einfach einen Balsam oder sowas? Ich kann hier leider nicht weg. Wie ich Ihrem Gatten? Er ist nicht mein Gatte. Schon sagte, meine Krallen schneiden sich durch beinahe jeden festen Untergrund und ich kann mich kaum fortbewegen. Nun ja, vielleicht hätten Sie ja die Freundlichkeit. Falls ich irgendwo in diesem Wald einen Make-up-Verkäufer finde. Okay, was ist mit dem Moor? Was für ein widerliches, stinkendes Schlammloch. Danke.
Das ist mein Zuhause. Es ist vielleicht kein Palast, aber es gehört mir allein. Um Gottes Willen, du wohnst hier? Durchaus. Es bietet viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Womit denn? Oh, hier ist schon einiges versunken. Eine Vase, eine alte Unterhose und mehr Pfeiler, als ich jemals zählen könnte. Und da hinten bei den Stängeln, die wie Farnkraut aussehen, liegt die Brille von dem Verrückten auf dem Baum. Wo ist die Brille? Ich sehe die nicht, aber erzähl mir bitte mehr von mir. Weißt du, wo all die Gegenstände versunken sind? Nun, hier passiert nicht viel. Wenn etwas ins Moor fällt, plumps, ist das schon ein denkwürdiges Ereignis. Also du sitzt hier und guckst den ganzen Tag in der Gegend herum? So wie Sie es beschreiben, klingt das nicht gerade nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ich meinte nur, das hört sich echt langweilig an. Ich weiß. Okay, was... Pandur? Was auch immer. Weißt du zufällig etwas über den verrückten Alten, der da oben im Baum wohnt? Ach, der Alte, der euren Gatten in die Falle gelockt hat. Er ist nicht mein Gatte. Und ja. Nun, das ist ein verrückter Windmönch. Sehr aggressiv. Ihr würdet euch wahrscheinlich gut verstehen. Witzig. Ich weiß nicht viel über ihn. Er schimpft nachts leise vor sich hin, baut überall Fallen und ist fast taub. Und seitdem seine Brille ins Moor plups gefallen ist, ins ist er Moor, auch noch blind. Ach so. Wir müssen also im Moor seine Brille der finden. Der verrückte Kerl ist ein Windmönch? War ja sowas von klar, den kann man einfach nicht trauen. Reden Sie mit mir? Nein, Schrufs kann man nämlich auch nicht trauen. Okay, wir brauchen die Brille. Die Brille von dem verrückten Alten liegt da im Moor? Ja, Brillen werden gerne verwendet, um Bücher zu lesen. Was ein Buch ist, wisst ihr? Zufälligerweise nicht. Sicher, dass es vernunftbegabte Amphibie heißt? Und nicht, wir sind vom Aussterben bedroht, weil wir nicht die Klappe halten können, Amphibie? Vertrauen Sie mir. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich studiert. Was? Was kannst du denn studiert haben? Sicher, dass die Brille bei dem Farnkraut liegt? Das ist kein Farnkraut, das sind Pfeile. Der Alte hat seine Brille fallen lassen, plumps, und aus Wut ein paar Mal auf die Stelle geschossen. Okay, gut. Mir reicht's. Wow. Gut, den Teil habe ich jetzt übersprungen. Das sind bestimmt die Pfeile. Aber wir brauchen im Moor die Brille. Ja, das ist definitiv Moor. Man kann durch dieses Moorwasser keine 2 Zentimeter gucken. Okay, sie möchte nicht. Die kleine Dose. Wow. Dann hätte ich einen ganz... Damit könnte ich eine winzige Pfütze machen und darin etwas sehr Kleines versenken. Nein, ernsthaft. Was soll ich damit? Okay, wir können irgendetwas in unsere Box reintun. Schiere Verwüstung. So hat mich Papa früher auch manchmal genannt. Verstehe. Können wir ein bisschen Dreck mitnehmen? Mit bloßen Händen geht das nicht. Nein. Die Trümmer. Kannst du was mit den Trümmern anfangen? Das Fluggerät scheint nicht mehr ganz flugfähig zu sein. Verstehe. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Okay, kann die kleine Dose... Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. An dem Baum können wir nichts mehr machen. Die Aussicht. Die Welt wird immer dunkler. Nein, dort wartet Conroy darauf, mich umzubringen. Gutes Argument. Hier bringt das dann nichts. Was haben wir hier denn noch? Schroff, trockene Stelle. Wir müssen doch irgendwie... nicht Schroff, trockene Stelle. Sieht trocken aus. Das fasse ich sicher nicht. Ja, okay. Sieht trocken aus. Das... Langsam ist es... Ja, es ist wirklich Verzweiflung, weil ich nur einen Gegenstand habe und nicht sehr viel... Ach so, hier ist noch eine andere Stelle, Moor. Der Schroff meinte, hier soll eine Brille versunken sein. Ich frag mich, was sich in den Untiefen dieses Moors noch so versteckt. Weiß nicht, fass doch mal rein. Ich soll also mit bloßen Händen in dieses dreckige, stinkende Moor greifen und herumwühlen, bis ich was gefunden habe? Ja. Tolle Idee. Die Antwort lautet, nein. Dann benutze halt eine kleine Dose, was weiß ich. Nein, das bringt nichts. Dann hör auf zum Meckern. Okay, gut. Sie hat ja recht, aber... So viel aus... Achso, da geht's noch in den Wald hinein. Gut, ich dachte schon, ich wäre hier verloren. Oh nein. Oh oh. Okay, ich muss nicht oh oh sagen, aber...
Ich habe schlechte Erinnerungen. Der Tank ist voller Honig. Voller Honig? Meine Hand passt jedenfalls nicht durch die Tanköffnung. Ja, dann benutze doch deine kleine Dose. Ja. Okay, verstehe. Eine Maschine. Die Maschine zielt auf das komische Vieh am Waldrand. Ja. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hinein. Ja, und? Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Okay. Und der Auslöser? Ein roter Knopf, verkabelt mit der Maschine. Ich habe irgendwie den inneren Drang, drauf zu drücken. Nur um zu sehen, was passiert. Da tut sich nichts. Oh. Wir müssen da irgendwas wahrscheinlich laden. Genau, was ich gedacht habe. Gar nichts. Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Verstehe. Das bringt wahrscheinlich nichts. Ich habe keine Lust, um ehrlich zu sein, mit den Typen zu reden. Aber wir müssen da eh durch, deswegen tut es mir leid. Aber das werden wir dann im nächsten Part tun. Nein, da drin riecht es komisch. Da gehe ich nicht rein. Ein Zelt? Diese Weicheier. Als ich das letzte Mal campen war, habe ich in einem Erdloch geschlafen. Und es hat geregnet. Eine Windkarte. Eine Windkarte ist schon eine seltsame Idee, aber auf eine verschrobene Art macht sie irgendwie Sinn. Nicht anfassen. Das ist das Resultat von jahrelanger Arbeit. Das ist ja echt bitter. Komische Typen, Globus. So soll Asposien von außen aussehen? Aber welches Außen wäre das dann? Und wer könnte die Welt jemals so sehen? Vielleicht ein Maulwurf, der durch die Erde gucken kann. Jetzt habe ich gerade Text übersprungen, aber egal. Dann musst du erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. Ja, mach das doch. Ja, okay, im nächsten Part werden wir dann mit diesen Typen reden. Bis dann. Tschüss.